Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen R-Test. Und es gibt heute wieder was Warmes aus der Mikrowelle. Schauen wir mal, es ist, ich bin wie immer gespannt, das ist ja immer so eigentlich. Es ist heute dieses schöne Produkt, nämlich Penne mit Garnelen. Ein Nudelgericht mit Garnelen, tiefgefroren. Also so steht es hier. Für alle, die nicht verstehen, naja, keine Ahnung. Ja, in würziger Tomatenrahmsoße. Mehr ist dazu schon wieder gar nicht zu sagen. Culinär ist die Firma, die das herstellt. 9 Minuten kommt das in die Mikrowelle. Das mache ich dann auch gleich. Von Lidl ein Produkt übrigens. Das sieht man dann hier auf diesem Logo. Ja, was ist drin? Nudelgericht mit Garnelen in einer würzigen Curry-Tomaten-Rahmsoße, tiefgefroren, 31% Penne-Nudeln gegart. Die wiederum bestehen aus Wasser und Hartweizengrieß, dann 20% Tomaten, 12% Garnelen glasiert. Die wiederum sind, also ist ja immer in Klammern, steht dann noch, was es dann genau ist. Garnelen blanchiert, Trinkwasser, Speisesalz, Porree ist drin, 9%. Sahne, Wasser, Tomatenmark, einfach konzentriert. Sauerrahm, Rapsöl, Magermilchpulver, Stärke, 0,4% Curry, Speisesalz, Zucker, Gewürze, Knoblauch, Zitronensaftkonzentrat. Ja, einfach konzentriert, das ist ein sehr gutes Stichwort. Es steht ja natürlich auch hier, wie man das dann zubereitet in der Mikrowelle. Aber im Grunde, das ist ja klar, man nimmt die Banderole ab und dann geht es auch schon gleich los. Wo kommt es denn her? Steht denn das hier auch drauf? Culinär ist ja die Firma von Lidl ein Produkt. Ach so, hier steht da noch. Oh, okay. Culinär ist ein Produkt der Jytro Tiefkühlkost GmbH und Co. KG aus Jessen. Gut. Und zu den Garnelen steht hier auch noch was. Das sind nämlich Garnelen gefangen im Arktischen Ozean und im Nordwestatlantik. Mit Schleppnetzen gefischt. So ist es dann. Und so sieht es dann aus. Und jetzt geht es in die Mikrowelle. So sieht das aus, wenn man die Banderole hier abgenommen hat. Ja, man erkennt hier schon die Penne, man kennt hier auch schon die Garnelen und auch so ein bisschen Gemüse, also den Porree, der vorhin angesprochen worden ist, und auch die Soße. Deshalb sind wahrscheinlich die Penne auch so mehrfarbig. Wichtig ist, nicht einstechen. Das, so steht es ja hier. So. Jetzt ist es heiß. Ja, also ich sage mal, so richtig schön sieht es jetzt nicht aus. Aber naja, ich schau mal. So, Packung und Original. Naja, also ich sage mal, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Jetzt ist die Frage, wie schmeckt's? So, das ist ja die wesentlich wichtigere Frage. Ja, es riecht so ein bisschen nach Curry, so ein bisschen nach Gemüse. Ja, also die Nudeln sind gut durch. Das Gemüse, das merkt man auch tatsächlich, das ist jetzt nicht völlig zerkocht, das finde ich schon erstaunlich. Ja, also das ist erstaunlich gut. So, und jetzt suche ich mir mal so eine Garnele, die sind ja dann doch kleiner als gedacht. Hier, das ist eine Garnele. Ja. Schmeckt nach Garnele, ist auch. Also es ist bissfest, aber nicht hart, aber auch nicht verkocht. Schmeckt fruchtig nach Curry. Also ich muss sagen, man muss es natürlich grundsätzlich mögen. Das ist ja immer die Voraussetzung, dass man sowas so mag, mit dass da so ein bisschen Curry drin ist und dass da so Tomaten drin sind.
Aber ich muss sagen, als so Tiefkühlgericht, was ich jetzt so in der Mikrowelle gemacht habe, 9 Minuten, finde ich das überraschend gut. Esse ich jetzt natürlich auch. Kann es euch also empfehlen. Culinär Penne mit Garnelen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.